Hallihallo und herzlich willkommen zu einer überraschend neuen Aufnahme Let's Play Minecraft. Beginnend in Staffel 4, all die, weil wir keinen Creative Mode spielen, zumindest erstmal nicht, und eine niegelnagelneue, unbenutzte Welt anfangen, und die haben wir gerade erstellt. Wir starten, das weiß ich schon, irgendwo im Dschungel und fangen einfach mal an. Und jetzt meldet sich gerade nochmal Skype, das dürfte Schuhsein sein. Oh mein Gott, sagt er. Okay, das will ich jetzt gar nicht weitergeben, das kann also hier noch Unterbrechung geben. Wir sind mitten im Dschungel, hatte ich schon gesagt, da sind Hühner. Das ist sehr schön, die kann man gleich mal irgendwo niedermetzeln. Ich brauche erstmal Werkzeug dazu. Dann schnappe ich mir mal eben einen Baum. Und irgendwo hier in der Gegend ist ein Märchen auch unterwegs. Ich habe ein Achievement Getting Wood. Jetzt nochmal wieder Schuhsein in Skype. Da muss ich gleich nochmal eben wieder kurz mich unterbrechen hier mit der Aufnahme. Ja, es kann gut sein, dass Schuhsein gleich noch dazukommt. Das weiß ich nicht. Mal gucken. Ach, das ist so ein riesengroßen, so ein Baum, wie man ihn zu Anfang ungern hat, wenn man denn ungern Sachen einfach irgendwo übrig stehen lässt, wie ich das also ungern mache. Also ich lasse ungern Baumstammblöcke in der Luft schweben. Und ich gucke jetzt einfach mal da erstmal irgendwie ein bisschen Werkzeug von die neuen Crafting-Methoden mit hier mit den Items verteilen oder so, das kann ich alles noch nicht so gut. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Noch ein Achievement Gate. Wo ist denn jetzt eigentlich wohl Märchen? Märchen ist nämlich mit in der Welt mal wieder. Nach langer Abstinenzzeit. Ich sehe Märchen gerade nicht. Oh, da sind. Ah, da sehe ich aber was runterfallen. Dann pflanze ich mich mal irgendwo da in die Gegend. Und baue hier mal irgendwo eine Werkbank auf. Bitte schön, Werkbank und eine Axt vielleicht. Und vielleicht auch mal eine Schwert schon mal. Und das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Und jetzt gucke ich nochmal eben kurz, was Schuhsein hier nebenbei möchte. Ah, okay. Dann schreibe ich ihm mal, dass wir schon aufnehmen. Wir nehmen schon auf. Bis gleich. Wobei das Schuhsein auch offensichtlich schon länger nicht mehr Minecraft gespielt hat, weil da fehlt wohl noch ein Update. Hallo Huhn. Und er meldet sich noch einmal. Hui. So, Märchen hat auf jeden Fall gleich schon mal wieder ein volles Inventar mit Holzblöcken. Vermute ich mal. Oder fast voll. So, und hier sind ja jetzt noch, ich sollte mal mir so ein paar Holzblöcke nehmen. Kann ich die nicht aufnehmen? Doch. Zack, zack. Wird das schon dunkel? Märchen sagt, ich soll mal kurz ein Haus bauen. Ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, dass ich überhaupt irgendwie Blöcke erstmal wieder selber craften muss. Und die nicht einfach aus dem Inventar nehmen kann. Ich bin also auch, was die Crafting-Rezepte, ich glaube, da muss ich gleich mal eben irgendwie mir beim Telefon eine App aufmachen, wo ich die ganzen Crafting-Rezepte irgendwie während der Aufnahme noch nachgucken kann. Das ist schon alles so lange her mit dem Survival-Mode, dass ich echt da... Gut, beim Let's Join, was ja irgendwie ein bisschen langweilig geworden ist, weil ich keine qualifizierten Einladungen bekommen habe, außer zwei Stück, die ich sehr gerne, wo ich auch sehr gerne zu Gast war. Aber ansonsten gab es eigentlich nicht wirklich Einladungen, außer von Leuten, die da die Randbedingungen nicht so erfüllt haben. Und das kann ich mir dann einfach auch nicht, aus Gründen des Selbstschutzes einfach nicht antun, weil... Da ist man ja doch. Märchen läuft hier mit langem dunklen Haar rum. So, dann ein Haus, hat sie gesagt. Wo wollen wir denn uns ansiedeln? Keine Ahnung, erstmal eine Woche.
Aber wir haben ja sowieso kein Bett oder sowas. Märchen sagt einfach eine Behausung. Wir müssen sicher sein, aber wir sind doch genauso sicher, wenn wir uns quasi durch die Gegend schlagen. Ach, sie sagt gerade, das kann sie nicht, aber kann sie eigentlich wohl. Ich hab das schon ganz oft mitgekriegt. Jetzt gab es gerade die Bemerkung, dass wir ja eine Holzwaffen und so haben. Das könnte man ändern. Ich sehe da ein paar Steine. Du auch? In die Richtung, in die ich gucke. Okay, dann nehme ich mal einfach hier die Werkbank mit. Und drücken wir uns jetzt erstmal, habe ich die jetzt auch wirklich mitgenommen, den Seed können wir auch gleich mitnehmen. Und dann verdrücken wir uns nämlich erstmal in Richtung Berge. Grüne Wiesen im Sonnenschein. Schweine, Schweine, ruft mir die Märchen zu. Jolala die Grunz, ja die Grunz. Jolala die Grunz, jolala die Grunz. Jolla di, jolla di, jolla di, haho. Die Kohle, Märchen der Kohle gefunden. Ich mach mal hier die Erde ein bisschen weg, 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 weg. Und wo Schweine sind, sind Schafe auch nicht weit. Das Schwein hat gerade ein Ei gelegt. Nein, hat es nicht. Okay, hallo Schwein. Nein, du musst hier bleiben. Ich muss dich doch schlachten. Ich würde dich auch lieber vermehren. Lassen, Entschuldigung. Aber bleib doch hier, bleib hier bei Onkel Sommer. Hallo, bitte hier bleiben. Juhu, Schnitzel. Schnitzel und jede Menge Hühnereier. Hühnereier, Hühnereier. Schwubbelidubb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 
Werkbank ist doch das hier. Kann man vielleicht einen Ofen bauen? Hast du Steine? Acht. Ich kann in der Zeit mal eben eine Tür bauen. Eine wollte ich nur bauen. Jetzt habe ich noch eine Werkbank gebaut. Das ist ja auch super. Und dann kann man mal eben hier irgendwie das so ein bisschen dichtkunstmäßig abdichten. Oh, dann muss ich wohl jetzt Holz nehmen. Nehmt mal Holzblöcke. Also mit dem Inventar muss ich echt ein bisschen aufpassen. Irgendwie ist das heute nicht so mein Freund. Von außen, ne? Ja, so. Okay, klack. Von unten wird wohl nichts hochkommen. Hier drin wird nichts spawnen. Das wird eine gemütliche Nacht, sage ich dir. Ich pack was zu essen in den Ofen. Hähnchen? Ne, erstmal Schnitzel. Ich glaube, die bringen mehr. Und zack. Ich pack da mal ein paar Holzblöcke rein. Oder hast du Kohle noch? Keine Kohle mehr, dann Holzblöcke. Kann man nicht Holzkohle machen? Ach Mist, jetzt habe ich. Ah, super, das habe ich ja ganz klasse gemacht. Hä? Was machst du? Ach, das bin ich gar nicht gewesen. Das ist Märchen. Ich wundere mich gerade, wieso macht sich der Ofen selbstständig? Jetzt beömmelt sie sich gerade ein bisschen. Wie blöd ihr Freund doch ist. Ist das Kacke? So blöd bin ich. Also manchmal. Ja, doch. Während ich hier mal Märchen anschaue und bewundere, werde ich einfach nochmal Schuhsein fragen, wie weit er ist. Und? Fragezeichen. Wie weit bist du? Fragezeichen. Und dann warten wir auf die Antwort bei Skype. Ah, ich kann ja mal eben zwei, drei Sätze hier noch machen. Ich spiele ja hier mit dem Medieval Pack. Das wird das einzige Pack werden von mir, wo ich für gleiche Sachen, also Stein und Stein, ein paar unterschiedliche Texturen einbaue. Bei der Erde kann man das draußen ganz gut sehen. Die ist schon, der Stein ist ein bisschen, die Erze habe ich auch schon angepasst. Das Holz ist zwar auch ein bisschen angepasst, aber noch nicht so, wie ich das haben will. Und Random Textures werden das also und also CTM-Unterstützung nicht einbauen, beziehungsweise das Einbauen werde ich abhängig davon machen, ob ein anderer Texture-Pack-Artist aus dem deutschen Minecraft-Forum, der sich Heide, ich kriege das immer nicht mit, der hat auch einen YouTube-Kanal, kann man super Tutorials Texture-Pack-Making angucken, und aber den Namen kriege ich trotzdem nicht auf die Reihe. Naja, es kommt ein bisschen darauf an, ob er mir sein Glas musterweise zur Verfügung stellt. Dann würde ich das entsprechend zu diesem Pack abwandeln. Und dann hat man auch noch gegebenenfalls Connected Textures beim Glas, mit denen ich dann auch durchaus leben kann, die ich dann auch gut finde. Und dann auch noch mit Sub-IDs. Wollen wir hier wirklich unser Dummi. Ah, nur Stein für Werkzeug. Stein auf Stein. Es sind 7 Schnitzel fertig. Es sind 8 Schnitzel fertig. Ein Küchenchef sagt, es mürre wird. Hättest du gerne eine Schnitzel? Hier, eine Schnitzel. Soll ich dir geben, Schnitzel? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ich liebe es, dich mit Schnitzel zu bewerfen. Eigentlich nicht. Also zumindest nicht mit gebraten. Ich esse mal eins. Und zwei. Jetzt könnte ich auch noch ein Schlückchen vertragen. Schusein hat gerade vorhin wieder was geschrieben. Ich Dauer. Na, achso, Pack soll das heißen. Aber ich komme da mal rein. Ich hoffe, dass das mit der IP auch funktioniert, die ich ihm gegeben habe. Nicht, dass ich da wieder die falsche zur Verfügung gestellt habe. Geht es hier unten eigentlich weiter? Ja. Ja. Ah, oh, Steinwerkzeug. Cool. Ich wurde hier nämlich gerade und eine Steinschwertin. Wir sind ja da. Ich bin da ja anpassungsfähig. Eine Steinschwertin.
Hallo? Warum setzt er den da nicht hin? Jetzt wäre natürlich auch eine Fackel gar nicht so schlecht. Ist hier irgendwo Kohle vielleicht? Ist ein bisschen dunkel für euch, ne? Shit. Ist ein bisschen dunkel, aber ich sehe ja auch keine Kohle. Märchen, hier kann man runter inzwischen. Nur wieder hoch nicht. Doch, hoch kann man auch. Ah, das macht es schon ein bisschen besser. Ah, oui, 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 Madame. Oui, oui. Da muss noch irgendwie... Da muss ich mal eben so einen Stein hinpflanzen. Kriege ich die? Ja. Und dann kann man hier irgendwo kann man irgendwie... Irgendwie kann man da wieder hoch. Da pflanze ich auch nochmal einen hin. Und da. Aber keine Kohle, hä? Was ist denn das für eine Höhle ohne Kohle? Oh, oh. Habe ich noch irgendwelches Verbrauchsmaterial? Nicht so viel, hä? Dann gehe ich halt hier lang. Okay. Ich habe die... Ich sehe Kohle! Kohle! Habe ich hier das eventuell auf Peaceful gestellt? Macht ein bisschen Eindruck. Das sollte ich vielleicht gleich nochmal ändern. Hm? Ja. Das ist, wäre ja ein Versehen. Ist das, aber ich hatte doch eigentlich auch die Serverwelt nicht. Ich hatte doch auch die letzte Serverwelt nicht auf Peaceful, oder? Hatte ich die auf Peaceful? Da liefen doch permanent irgendwelche. Nee, nachher nicht. Doch. Slimes liefen da die ganze Zeit rum, oder? Draußen ist auch keiner. Hm. Oder gibt es jetzt die ersten vier Nächte keine. Ja, dann sollten wir hier gleich mal eben kurz wieder zurück nach oben. Ich glaube, hier ging es lang. Lassen wir die Fackeln hier, ja, ne? Okay, Märchen sagt, ja, können wir machen. Wir haben Kohle. Sehe ich auch so. Nachdem sie das erwähnt hat. Und da muss noch irgendwo so ein Erdblock hin. Hier kann man irgendwie, kann man jetzt hier hoch. Dachte ich. Nee. Kann man nicht. Hm. Okay, dann muss ich halt den mal wegmachen, dann geht das schon. Huch, ich habe hier gerade einen Enderman gehört. Vielleicht sind hier doch... Ui. Irgendwie ist da mir gerade ein Stein unter den Füßen abhanden gekommen. Ach, das lässt sich schon irgendwie... Aber ich habe definitiv einen Enderman gehört. Märchen auch, also sind wir wahrscheinlich doch nicht auch peaceful. Ich zücke mal eben mal mein Steinschwert und werde mich draußen. Ich wollte doch mein Steinschwert schmücken. Hallo? Was habe ich denn jetzt dreimal falsch gemacht? Ich gehe jetzt mal gucken. No mobs inside. Ah, da ist ein Creeper. Der kommt gerade irgendwie auf mich zu, bedrohlicherweise. Das soll er mal versuchen. Ich renne lieber wieder weg. Hier irgendwo war doch der Eingang. Da. Da. Es wird gleich hell, aber es regnet. Super. Dann wird die erste Nacht halt ein bisschen länger. Gut, aber wir brauchen den Server zumindest nicht zu beenden. Oh, sagt Märchen. Und guck. Ein Gucken noch. Ist ja nicht verkehrt. Das ist ja nie verkehrt. Ein Gucken noch. Es wird hell. Also was dringend fehlt, sind Schafe, ne? Oh, Schuhsein schreibt. Irgendwas läuft nicht richtig. Jetzt bin ich gespannt. Ah, weil da läuft irgendwas nicht ganz rund, nicht ganz richtig. Ich spare mir jetzt Sprüche wie, ja, wie sollte es auch? Und, ah, okay, dann müssten wir doch mal eben kurz eine kurze Aufnahmepause machen. Ich lasse Märchen hier mal entweder alleine und beende die Aufnahme. Auf jeden Fall beende ich jetzt die Aufnahme kurz, in der Hoffnung, dass es eine Folgelänge wenigstens hat.
Dann erstmal an dieser Stelle danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Also 2, 3, 4, 5 Minuten oder sowas. Und au revoir, macht's gut. Schaut wieder rein, wenn es hier weitergehen sollte. Bis denn, tschüss.